Ja, Herr Siegel, wir waren hier vor fast einem Jahr und da war der Block noch relativ vollständig. Und Sie haben jetzt den Block ganz, ganz langsam abgetragen. Warum braucht man eigentlich ein Jahr, um diesen Block so weit abzutragen? Das hat im Grunde genommen vor allen Dingen zwei Gründe. Wir haben einen sehr alten Befund vor uns, der ist über 9000 Jahre alt. Wir haben also einen Befund, wo der Humus, die Schwarzerde, die normalerweise diese Befunde gut sichtbar machen, im Wesentlichen vollkommen abgebaut wurde und das Material ganz hell geworden ist und wieder ins Ausgangsmaterial zurückgefallen ist. Außerdem ist es so, wir müssen davon ausgehen, dass diese Grube, die wir als Grabgrube haben, auch in diesem oberen Bereich, wo ja überhaupt nichts zu sehen ist, trotzdem vorhanden sein muss. Und wir haben also versucht, durch verschiedene Verfahren messtechnischer Art, das ist ein bisschen experimentieren, weil wir nicht wissen, was uns erwartet, diesen Befund möglichst deutlich sichtbar zu machen. Und zwar nicht nur ab hier, wo dann diese Gerölllage durchstoßen wurde und wir das Ganze gut optisch auch sehen können, sondern auch in diesem Bereich, wo wir wissen, die Grabgrube muss da sein, auch wenn wir sie nicht sehen. Also wenn ich Sie richtig verstehe, normalerweise sehen wir sogenannte Befunde. Man gräbt ein Loch und man bringt die dunkle Erde von oben nach unten ein und irgendwann sieht man die Verfärbung. Und das versteht der Archäologe als Befund. Die suchen wir normalerweise nicht. Hier ist die Schamanin zufällig gefunden worden, bereits 1934. Und wir wussten, dass die dort ist durch Rötelverfärbungen in dem Kabelgraben, in dem alten. Aber wir haben jetzt nichts gesehen, sozusagen, wo die Grabgrube ist. Also unsere normalen Detektionsmethoden haben nicht funktioniert. Und dann haben wir also die Blockbergung hier reingebracht. Und Sie haben es jetzt mit Ihrer Meisterschaft geschafft, die Grabgrube, die man nicht sieht, trotzdem sichtbar zu machen, indem Sie, wie Sie sagen, verschiedene Verfahren anwenden. Welche Verfahren haben Sie denn dort angewandt, dass man das sieht? Also das sind zum einen verschiedene optische Verfahren. Die einfachste Möglichkeit ist tatsächlich gewesen, dass man Digitalbilder stark verfremdet durch verschiedene Filter und Veränderung der Farbsättigung. Dann haben wir eine thermografische Aufnahme gemacht. Wir sind also davon ausgegangen, wie schon gesagt, Humusverfärbungen sind nicht mehr sichtbar, aber Materialunterschiede, die durch Materialvermischungen, Ausheben der Grube, wieder Einfüllen entstanden sind, die erhalten sich, haben unterschiedliches Verhalten, wenn sie sich erwärmen und wieder abkühlen. Und da haben wir also versucht, diese Fläche kontrolliert auf ca. 38 Grad Celsius aufzuheizen und in den Abkühlphasen eine Thermografie gemacht. Das war sozusagen ein zweites Verfahren. Dann haben wir Farbspektralmessungen in einem verhältnismäßig engen Raster gemacht. Das heißt, man kann also mit einem speziellen Gerät Farbwerte genau messen. Das Auge kann das ja nicht in dieser Form, sondern es ist immer subjektiv. Mhm. Und haben dann ein Raster erstellt, mit dem wir Farbunterschiede messen konnten auf dieser Fläche. Und haben dann vor allen Dingen noch eine geophysikalische Methode angewandt. Das ist die Suszeptibilitätsmessung. Das heißt, man misst die Magneteigenschaften von Stoffen. Und auch hier haben wir in einem Raster von 5 × 5 cm auf der obersten Fläche diese Werte gemessen und haben das Ganze als Grafik umgewandelt und haben dann eine Anomalie auf dieser Fläche messen können, übrigens auf beiden Blöcken, die hier ursprünglich gestanden haben. Und interessanterweise haben alle Verfahren etwa deckungsgleich eine identische Anomalie angezeigt, also etwas, was tatsächlich real als Störung im Boden vorhanden war. Und das war der erste Hinweis auf das Vorhandensein der Grabgrube und auch gewissermaßen eine Überraschung, weil diese Anomalie deutlich größer war als die Grabgrube, die wir aus der Dokumentation von 1934 kannten. Wenn ich es richtig verstehe, ist die Grabgrube von 34, die ja tief unten liegt, die man gut gesehen hat, schmal. Und jetzt haben Sie festgestellt, oben weitet sich die Grabgrube. Und hätte man einfach von unten ausgehend sozusagen schätzend nach oben gegraben, wäre es natürlich falsch gewesen. Nicht, sondern Sie haben jetzt die tatsächliche antike Grabgrube, die kein Mensch mehr sehen kann mit bloßem Auge. Das, Herr Siegel, ist eine grandiose Leistung. Da sind wir Ihnen sehr dankbar. Können wir das jetzt auch irgendwie hier ahnen? Können Sie uns das irgendwie zeigen? Ich beginne einmal unten, weil dort haben wir die Möglichkeit, das Ganze recht klar zu sehen. Auf dieser horizontalen Fläche, dem sogenannten Planum, sehen wir hier einen hellen Streifen, der läuft durch diese Gipsmarken durch und stößt hier an das Profil. Und hier sozusagen eine eingetiefte Mulde. Dieser helle Streifen ist sozusagen die Begrenzung der Grabgrube von 1934, zeichnet sich hier wirklich sehr scharf gegen das umgebende Material ab.
Und diese Eintiefung, das ist im Grunde genommen die Verfüllung der Ausgrabung von 1934, die wir entfernt haben. Genauso, wie das Ganze damals hinterlassen wurde. Man sieht auch durchaus, dass dieser innere Bereich noch etwas rosa nuanciert erscheint, wogegen das hellere Material fast weiß gebleicht ist. Wenn man das Ganze jetzt im Profil weiter verfolgt, sieht man, dass diese Abgrenzung noch ein gutes Stück nach oben, ca. 10 cm, sehr gut zu erkennen ist. Und dann verliert sich das Ganze in seiner Deutlichkeit sehr stark. Es wird also plötzlich eher diffus. Man kann auch sehen, dass es hier tendenziell etwas grauer im oberen Bereich, auch etwas brauner ist, aber wir haben nicht mehr die klare Abgrenzung. Erst hier im Bereich dieser Steinsohle sieht man wieder gut, dieser Bereich ist von der Grabgrube durchdrungen worden, sodass wir im Grunde genommen im unteren Bereich eine fast senkrechte, schachtartige Eintiefung haben. Und im oberen Bereich, oberhalb der Steinsohle, ist es tatsächlich so, optisch ist sicher nichts erkennbar. Ich kann den Grabgrubenverlauf andeuten. Er verläuft also im oberen Bereich kurz über der Steinsohle und zieht dann ein Stückchen hinter dieser Wurzel nach oben. Was mir wichtig erscheint, man sieht ganz deutlich, wo praktisch in diesem Kabelgraben sitzend der damalige Grabungstechniker des Museums die Grabgrube ausgehöhlt hat. Und da sieht man auch, dass es sie nicht ganz zerstört hat. Sehe ich das hier richtig? Genau. Wir hatten am Anfang eigentlich die Befürchtung oder sind fast fest davon ausgegangen, dass man 1934 versucht hat, möglichst alle Funde zu bekommen und von daher recht großzügig diese Grube ausgeschält hätte und hatten im Grunde genommen damit gerechnet, bei diesem Winkel, wie diese Eingrabung reingeht, dass wir schon ein Stückchen tiefer keine Grabgrube mehr haben. Man hat das Ganze allerdings als sehr gezielten Eingriff vorgenommen und von daher bewegt sich tatsächlich über der gesamten Höhe dieser Eingriff von 1934 innerhalb der Grube, sodass wir bis hier unten durchaus uns immer in der Grube bewegen und die Grube auf dieser Seite komplett noch in ihrer Begrenzung erhalten haben. Ja, man muss ja bedenken, der Grabungstechniker Henning, praktisch Ihr Vorgänger, der hatte nicht ein Jahr Zeit, der hatte nicht zwei Jahre Zeit, auch nicht drei Jahre, der hatte einen Tag. Er wollte gern noch das Wochenende, aber die Feier im Dürnberger Park musste losgehen, die 1000-Jahr-Feier. Und er hatte sozusagen nur einen Nachmittag, einen Tag, um das auszugraben. Er ging in den schmalen Kabelgraben und hat von seitlich reingegraben. Und das sieht man jetzt sehr schön. Er hat eigentlich seinen Job gut gemacht, denn er hat das wesentliche Grab ja geborgen. Er konnte nicht ahnen, dass das Grab viel größer ist. Und er hat natürlich vieles nicht gesehen, was heute noch in dem dazwischenliegenden Graben dann sich fand, weil man die Dinge wieder eingeschaufelt hat. Also ein ganz eindrucksvoller Befund. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann war das wie ein großer Trichter, der dann runtergeht. Und die Schamanin musste dann praktisch in der Grabgrube gesessen haben. Genau. Wir können aufgrund der Größe der Grabgrube selbst und auch der noch erhaltenen Verfüllung, die wir noch sehen, gewisse Rückschlüsse daraus ziehen, wie sie im Prinzip in der Grabgrube war. Wir wissen auch aufgrund der Dokumentation, dass der Schädel auf dieser Seite der Grabgrube lag, also durchaus auf dieser Seite des Profils und auch etwa in diesem Bereich. Und es kommt im Grunde genommen nur eine etwa sitzende Haltung mit angezogenen Beinen in Frage. Das heißt, die Schamanin, wissen wir, wohin die geblickt hat, nicht? Hat die Richtung Saale geblickt? Sie hat tatsächlich in Richtung Saale geblickt. Ja, das ist doch spannend, nicht? Sie ist also dort oben auf diesem Plateau. In welche Himmelsrichtung schaut sie dann? Also, sie schaut nach Westen. Also zur untergehenden Sonne. Also eigentlich ein ganz schönes Symbol, nicht? Und sie sitzt dort, schaut zur untergehenden Sonne. Und wie sitzt sie in der Grube? Denn man muss ja, was mich jetzt so verwundert ist, dass die Grube relativ scharfe Kanten hat. Mhm. Und man muss sich ja vorstellen, die haben ja keinen Eisenspaten. Und die haben ja keine Metallwerkzeuge. Und das ist doch relativ, ja, ist Kies mit Steinen. Und die haben ja, sagen wir mal, Geweihhacken, um das rauszuhauen. Da müsste man ja die Hackspuren sehen. Das Merkwürdige ist aber, hier haben wir eine ganz klare Aussteifung, so als wären praktisch Bretter dahinter gewesen, als wäre die Grabgrube ausgesteift. Kann das sein?
Das ist eine Frage, die uns tatsächlich noch beschäftigt. Ob es eine Aussteifung in dem Sinne ist, können wir nicht sagen, weil im Grunde genommen, man sieht es jetzt, wenn das Material trocken ist, ist es sehr stabil. Ob wir noch rausbekommen, was es für Feuchtigkeit gab, als die Grube ausgehoben wurde, das ist noch ein bisschen offen. Da kann man vielleicht noch was über die Struktur der Grabgrubenverfüllung machen, über das Gefüge. Aber wir werden auf jeden Fall versuchen, diese Begrenzung der Grabgrube sehr genau auszuschälen, um dann eventuell noch Hinweise auf Bearbeitungsspuren, Geweihhacken oder dergleichen zu bekommen. Vielleicht lässt sich dann auch diese Frage näher beantworten. Ja, weil eigentlich ist es ja schwer, mit einer Geweihhacke so eine gerade, saubere Fläche zu erzielen. Wir wissen natürlich nicht, welche Hilfsmittel dann noch eingesetzt wurden. Ja, genau. Vielleicht finden wir ja noch eine Werkzeugspur. Und sind wir jetzt hier schon am Ende der Grabgrube dort unten? Nein, das sind wir nicht. Da kann man dann hier über dieses Profil, was sozusagen die Seite der Böschung des Leitungsgrabens anzeigt, das ganz gut beobachten. Die Wandung der Grabgrube geht ungefähr noch 15 cm nach unten und geht dann hier in die leicht muldenförmig verlaufende Sohle über. Das heißt, wir haben noch ungefähr 15 cm Grabgrube, die von dem äußeren Bereich der Wandung und der Sohle wahrscheinlich unberührt sind von 1934. Und das Profil erhalten wir, sodass wir das Profil sozusagen für lange Zeit dokumentiert haben und eine Wissenschaftlergeneration nach uns kann dann notfalls in dem Profil nachuntersuchen, so wie wir 80 Jahre später nun die alte Grabung nachuntersuchen mit ganz neuen Methoden. Genau, das war so die Überlegung, dass wir das Ganze als eine Art Forschungspfeiler erhalten und im Grunde genommen archivieren, sodass man entweder mit zerstörungsfreien Methoden oder auch mit anderen Beprobungsmethoden dann noch Erkenntnisse gewinnen kann. Und was für Proben nehmen Sie jetzt hier? Wir haben tatsächlich ein inzwischen recht breit aufgestelltes Probenprogramm. Das geht los von Bodenproben, die bestimmte Fragen hinsichtlich der Zusammensetzung, Humus, der Struktur, der Feinanteile und so weiter, Eisenbestandteile bzw. Eisengehalt. Dann haben wir sogenannte Mikromorphologieproben. Das sind so kleine Erdblöcke wie hier, die sozusagen im Stück entnommen werden, wo man dann das Mikrogefüge des Bodens genau feststellen kann und Fragestellungen beispielsweise zum Übergang der Grabgrube, zum Zusammensetzung des Materials und so weiter beantworten kann. Wir nehmen Pollenproben, die wichtig für die Vegetation sind. Wir haben auch, nachdem wir den Bereich schädelnah in Erhaltung noch hatten, im Bereich der Grabgrubenfüllung, Paläoparasitologieproben entnommen. Also Fragestellung, gibt es den Nachweis von irgendwelchen Parasiten? Also Leberegeln oder irgend so etwas oder genau. Bandwürmern oder sowas. Genau, genau. Dann haben wir Biomarkerproben, die wir auch entnehmen. Da geht es dann auch um diverse Spurenelemente, die nachgewiesen werden können, bis hin zu Black Carbon zum Beispiel, was nicht so sehr bei der Grabgrube, aber nachher noch bei der Grube mit den Hirschresten eventuell bei der Datierung hilfreich sein könnte. Und wir nehmen auch Sediment-DNA-Proben. Und dann haben wir außerdem noch sozusagen Proben auf Vorrat. Wir nehmen noch kleine Stechkerne von Probenmaterial, damit wir dann für Verfahren, die nicht standardmäßig sind, die sich aber möglicherweise aus der Fragestellung dann noch ergeben und wo wir dann auch Analysen machen können, Material haben. Weil das Material, wenn wir es ausgegraben haben, ist weg, sodass wir da auch einen gewissen Probenvorrat brauchen. Ja, Herr Siegel, was ich faszinierend finde, ist, dass es so viele Spuren von Nagern gibt. Das heißt, so viele Wühlmäuse oder Hamster oder andere Nagetiere tummeln sich offenbar in der Grabgrube. Woran liegt das? Naja, wir haben hier die geologische Situation dieser Geröllsohle. Die wirkt im Profil gar nicht so massiv. Allerdings, wir wissen vom Graben, man hat arge Mühe, selbst mit Werkzeug durchzukommen. Das heißt also, dass diese Schicht bildete eine natürliche Barriere für die Nager im Regelfall. Nur der Bereich der Grabgrube ist eine große Fehlstelle und war sozusagen das Eingangsportal
dass Wühltiere im Allgemeinen gut nach unten gekommen sind. Und außerdem ist natürlich dann der Inhalt der Grabgrube, der Organik und so weiter sicherlich durchaus auch als Nahrung für einen Teil der Wühltiere interessant. Von der Grabgrube aus können die dann in alle Richtungen und haben sozusagen die Sperre vermieden. Also die Menschen haben ihnen sozusagen dann Zugang gemacht zu den unteren Erdschichten. Also für die Tiere eigentlich ganz nützlich, für die Schamanin egal, sie war ja schon tot. Genau. Und für uns hat es natürlich auch die Situation gebracht, dass Funde, die durch die Wühltiere verlagert wurden, dann heute noch im Boden erhalten sind und 1934 nicht geborgen wurden, sodass wir sie im Prinzip teilweise in diesen Wühltiergängen doch in größerer Menge finden können. Man sieht das dann sehr gut auf der anderen Seite, nördlich des Profilstegs. Am Samstag, den 5. Mai 1934, wird der Grabungstechniker Hennig vom Landesmuseum gerufen und er gräbt den Befund, ja, wie schon gesagt, in nur einem Tag aus. Finden wir noch irgendwelche Spuren vom Grabungswerkzeug oder hat der Henning sozusagen den Fingerabdruck hinterlassen? Haben Sie da noch was entdeckt? Ja, das ist interessant, dass Sie nachfragen. Wir haben, nachdem wir das Ganze hier versucht haben, sehr genau freizulegen, auch unter der Fragestellung, eventuell noch Abdrücke von Funden in Originallage zu bekommen, zum Beispiel hier im Randbereich der original erhaltenen Verfüllung Kellenabdrücke gefunden, die beim Ausschälen dieser Grabgrube 1934 entstanden sind. Also man hat durchaus trotz der Eile versucht, nicht zu grob vorzugehen. Also das heißt, der Hennig ist mit kleinem, feinen Werkzeug vorgegangen und nicht etwa mit der Spitzhacke. Und wir sehen ja auch, dass der Schädel unverletzt ist. Wir sehen ja diese wunderbare Kranichbüchse fast unverletzt, nicht diese ganzen filigranen Funde. Das bedeutet ja, man war sich der Bedeutung bewusst und der Kollege, der ja nur einen Tag Zeit hatte, ist wirklich professionell vorgegangen für die Zeit. Er hat ja auch eine Zeichnung, eine Dokumentation erstellt, die auch ohne Hilfsmittel in der Eile völlig okay ist und es uns erlaubt hat, das Grab nach 80 Jahren wiederzufinden. Das ist eine ordentliche Leistung für die Umstände, die Zeit und dafür, dass er eigentlich Feierabend hatte, denn es war ja Samstag. Das stimmt und man kann eigentlich sogar noch ein Stückchen weitergehen, finde ich. Diese besondere Situation, die 1934 entstanden ist, mit der Ausgrabung, die sehr schnell erfolgen musste, nämlich vom Leitungsgraben ausgehend und nicht von oben, wie man das sonst machen würde, wenn man viel oder ausreichend Zeit hat, hat letztendlich dazu geführt, dass wir eine Situation vorfinden können, die wir heute mit anderen Mitteln auswerten und dokumentieren können und damit natürlich andere Erkenntnisse gewinnen können. Das heißt, der obere Teil der Grabgrube, der ist erhalten geblieben und das ist ja ungewöhnlich. Normal ist ja der obere Teil weiträumiger zerstört, aber da wir hier von der Seite unten reingrub, haben wir einen erheblichen Teil der Grabgrube erhalten und erfreulicherweise liegen in dieser Grabgrube zahlreiche Funde, sodass wir hier über zahlreiche Neuentdeckungen uns freuen dürfen. Musik.